Dies ist das Finale unserer Expedition in den Wahnsinn. Die Kapiteltiefen von J und zerstörte Zeitalter bilden die letzten Teile unserer Geschichte. Wenn ihr die anderen Teile dieser Reihe noch nicht gesehen habt, haben wir euch diese hier verlinkt. Schnürt nun aber letztmalig eure Schuhe und folgt uns in das Finale dieser Expedition. Mehrere Stunden nachdem du erwacht bist, tragen die Mühen des Abstiegs endlich Früchte. Das rote Glühen am Fuß der Treppe wird mit jedem Schritt stärker. Schließlich erreichst du einen ebenen Steinboden und der beklemmende enge Tunnel mündet in ein labyrinthartiges Netzwerk riesiger, weitreichender Höhlen. In den Höhlen befinden sich die Ruinen einer großen Stadt, die mit nichts zu vergleichen ist, was du in deinem Leben bisher gesehen hast. Man sieht der ausgefeilten Steinarchitektur zwar an, dass sie bereits sehr, sehr lange Zeit verlassen ist, aber du spürst deutlich, dass dieser Ort eine viel weitreichendere Geschichte hat, als du dir vorstellen kannst. Als du dich umdrehst, um Ithaka danach zu fragen, bemerkst du ein schwaches gelbes Leuchten in ihren Augen und siehst, dass sich ihre Pupillen zusammengezogen haben. Jott, die Zuflucht von Valusia, intoniert sie leise. Im nächsten Moment hallt ein furchterregendes Brüllen durch die Höhle. Die Wände und der Boden beben heftig und das rote Glühen, das die gesamte Umgebung durchdringt, wird heller. Aus den Tunneln um dich herum dringt eine Flut von Zischgeräuschen. Ithaka tritt an den Rand eines nahegelegenen Steilhangs und blickt über die weite Schlucht. Er ist hier. Ich spüre seine Gegenwart. Der Vater der Schlangen. Yik. Du erkennst nun, dass Ithaka ganz eigene Pläne verfolgt. Genau wie Alejandro. Beide haben dich benutzt und dir die Wahrheit vorenthalten. Du erhebst deine Waffe und forderst Antworten von Ithaka. Sie wirkt überrascht. Yik fordert, dass das Relikt zum Nexus gebracht wird, antwortet sie angespannt. Ihre Augen glühen hell auf und auf ihrer Haut bilden sich Schuppen. Du kneifst die Augen zusammen und versuchst sie an den Rand des Steilhangs zu treiben, damit sie nicht entkommen kann. Wir können das Relikt nicht in die Hände der Bruderschaft fallen lassen. Das ist wahr. Denn es wird benötigt, um den Ruhm Valusias wiederherzustellen. Yik hat mich gerufen und ich muss ihm gehorchen. Noch bevor du reagieren kannst, lässt sie dich über die Kante in die Tiefe fallen. Aber das Schicksal ist abermals mit dir. Du landest auf einen kleinen Vorsprung, nicht weit von der Kante. Gerade weit genug, um die Flucht vor der zischenden Ithaka anzutreten. Das düsterne rote Leuchten hier unten weist dir unheimlich den Weg. Du hörst das Zischen hinter dir. Du hörst im Weiten sogar kommandierende Rufe, die sich ganz stark nach Alejandro anhören. Wie weit ist dein Martyrium noch? Auch wenn alles gegen dich zu stehen scheint, schaffst du es irgendwie, dein Ziel zu erreichen. Das verräterische rote Leuchten, das sich seit deiner Ankunft in J umgeben hat, verblasst und wird durch eine undurchdringliche, tintenschwarze Dunkelheit ersetzt. Der Nexus muss ganz nah sein. Du fühlst es. Du bist verletzt und dir tut alles weh. Aber aus irgendeinem Grund bist du noch am Leben. Du brauchst einige Minuten, um genug Stärke zurückgewinnen, sodass du aufstehen kannst. Du bist absolut und hoffnungslos verloren in diesem unermesslichen weiten Höhlensystem, umgeben von pechschwarzer Dunkelheit. Hast du es nur bis hierher geschafft, um dann an diesem Ort zu sterben, wo kein Mensch dich je finden wird, wo kein Mensch je erfahren wird, was du gesehen hast? Die düsteren, in blutrotes Licht getauchten Höhlen und die grollenden Städte von J sind nichts gegen die furchterregenden Tiefen, die noch darunter liegen. Du hast dich auf die unterste Ebene dieses unterirdischen Reiches durchgekämpft. In den Höhlen, die Ithaka Enkai genannt hat. Nichts hätte dich auf diese undurchdringliche Düsternis vorbereiten können, die dich jetzt umgibt. Eine tintenschwarze Dunkelheit, die keine deiner Lichtquellen durchdringen kann. Du tastest in der Dunkelheit herum, bis du die schattige Höhlenwand erreichst und folgst ihr ziellos in der verzweifelten Hoffnung, einen Weg zu finden. Es befällt dich eine düstere Erkenntnis. Selbst wenn du deine Aufgabe abschließen würdest,
gibt es doch keine Möglichkeit für dich, den Weg zurück zur Oberfläche zu finden. Die überwältigende Dunkelheit der Höhle erfüllt dich mit einer Furcht, wie du sie noch nie zuvor in deinem Leben gefühlt hast. Du kannst nicht einmal deine in der Dunkelheit herumtastenden Hände sehen, kannst nicht sagen, ob du dich in einem schmalen Tunnel oder auf einer großen freien Fläche befindest. Der Boden unter deinen Füßen könnte noch für viele Meilen weitergehen oder plötzlich in einer bodenlosen Kluft enden. Den Unterschied würdest du nicht merken, solange du ihn nicht unter den Füßen spürst. Stundenlang stolperst du langsam, vorsichtig und nervös durch die Dunkelheit. Jeder deiner Schritte könnte dein letzter sein. Du machst dir Sorgen, dass das Relikt der Ätzli durch den Sturz beschädigt worden sein könnte und ziehst es aus deinem Rucksack, um es zu untersuchen. Merkwürdigerweise scheint das Gerät unbeschädigt zu sein. Es vibriert immer stärker, summt jetzt lauter als je zuvor. Ohne Ablenkung durch Alejandro oder Ithaca findest du Zeit, das Relikt aufmerksam zu studieren. Beide Ratgeber haben dir nichts anderes als Lügen erzählt. Sie haben die wahre Natur des Reliktes vor dir verborgen gehalten, dich manipuliert, um das Relikt an diesen Ort zu bringen. Nach deinen Erfahrungen mit der großen Rasse von Yit glaubst du nun zu verstehen, warum sie das getan haben. Die Technologie, die zur Entwicklung dieses Gerätes nötig war, geht über alles hinaus, was ein Mensch je erreichen könnte. Aber doch im Bereich des Möglichen für die Yitianer. Du erkennst sogar einige Elemente in der Konstruktion des Reliktes als Technologie aus Pnakotus wieder. Irgendwie ist es den Ätzli in die Hände gefallen, die es sorgfältig vor Kreaturen aller Art beschützt haben. Kreaturen, die vor der Menschheit gelebt haben. Kreaturen, die es verwenden wollten, um die Zeit zurückzudrehen. Nun ist es das Relikt, was in deinem Besitz ist, und nur du kannst verhindern, dass dies nach deren Willen geschieht. Nach Stunden, in denen du nur langsam vorankommst, stolperst du über eine Feuerschale, die mit marmorfarbenen Würfeln gefüllt ist. Das kannst du erkennen. Auch wenn das Licht deiner Fackeln gegen die umfangende Dunkelheit dieses Reiches nicht zu bestehen scheint, entscheidest du dich, den Versuch zu wagen und ein Licht in der Feuerschale zu entzünden. Zu deiner Überraschung schießt, nachdem du deine Fackeln einige Zeit in die merkwürdigen Würfel gehalten hast, eine blau-silberne Stichflamme aus der Feuerschale hervor, verzehrt deine Fackel und lässt beinahe deine Hand bis auf die Knochen schmelzen. Auch wenn das Licht dieser strahlenden Flamme nur wenige Meter um dich herum Helligkeit verbreitet, siehst du, wie in der Ferne weitere Feuerschalen entzündet werden und dir den Weg weisen. Zumindest hoffst du das. Auf dem Weg durch die Höhlen erregt etwas deine Aufmerksamkeit. Sanfte Ströme kalten Wassers fließen die Wände hinab und tropfen auf den Boden. Neugierig faltest du die Landkarte der vorherigen Expedition auf und setzt dich an einer der Feuerschalen, um deine Schritte im Geiste zurückzuverfolgen. Falls deine Berechnungen stimmen, bist du viel weiter nach Süden gereist, als du dir hättest vorstellen können. Ist es möglich, dass dieses Höhlensystem bis zur Küste reicht? Hat dieses Höhlensystem vielleicht gar kein Ende? Die silberblauen Flammen, die dich durch diese Gänge geleitet haben, sind das Einzige, was dir noch Hoffnung spendet. Du folgst ihnen also weiter, einer nach den anderen. Irgendjemand oder irgendetwas hat sie hier aufgestellt. Ihre Machart ist der in den Höhlen von Knyan oder den Ruinen von Ätzli, wo das Relikt gefunden wurde, nicht ganz unähnlich. Aber es scheint, als wären alle Wesen, die hier tief unter der Erdoberfläche gelebt haben, geflohen. Denn die letzte Feuerschale liegt umgeworfen und zerstört am Boden. Und es gibt keine weiteren. Zum Glück musst du nicht lange durch die Dunkelheit weiterirren. Nach nur wenigen Minuten erreichst du einen gewaltigen Steindurchgang. Das muss der Eingang zum Nexus sein. Die Geschichte geht im nächsten Mythos-Pack des Zyklus des vergessenen Zeitalters weiter. Bis dahin bleibt bei Sinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.